Hallo meine Lieben, willkommen auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch eine weitere Karte und wir basteln eine Dinlang-Karte mit einem Namen drauf. Hier seht ihr eins von den fertigen Hintergründen, die ich euch schon gezeigt habe. Die haben wir aus Papierreststreifen gebastelt und auch schon gemattet und genäht. Und hier ziehe ich dann die Fäden nach hinten, um die dann auch mit dieser Film festkleben zu können und weiterarbeiten zu können. Ich habe vorab schon die Buchstaben gestanzt. Das ist ein Alphabet-Stanzenset von Memorybox und das hat eine wunderschöne Holzoptik. Und ich habe die jetzt vor kurzem bekommen und dachte, mein Gott, die sind so toll, die muss ich auf jeden Fall direkt ausprobieren. Ich habe die dann noch ein bisschen eingefärbt unten mit Vintage Photo. Hier ist ein Mariendesign-Stanzenset. Ich habe hier das Oval mehrmals gestanzt, einmal aus Leinen, Briefpapier und dreimal aus Aquarellpapier. Hier habe ich ganz feines Häkelgarn und Nadelstärke 1. Ich ziehe das durch eins der Löcher und mache eine feste Masche. Anschließend häkle ich drei Luftmaschen, überspringe eins der Löcher und gehe dann in das zweite und mache da wieder eine feste Masche. Dann wieder drei Luftmaschen und so weiter und so fort, bis man komplett die ganze Runde fertig hat. Hier muss ich sagen, die Idee ist nicht von mir. Ich werde euch natürlich den Ursprung dessen, wo ich mich quasi nach bedient habe, verlinken. Ich habe die Idee von Bianca und die hat das wunderschön mit Anleitung und Bildern auf dem Stempel 1x1 Blog mit euch geteilt und wie gesagt, das wird dann für euch dann auch unten in der Infobox verlinkt. Wer natürlich nicht häkeln kann oder damit noch gar nichts zu tun hatte, für den ist das natürlich unwahrscheinlich uninteressant. ja, ich häkle gerne und ab und an habe ich dann auch Lust auf ein bisschen mehr und das macht halt die Karte noch ein bisschen besonderer. Und ja, hier habe ich die ganze Reihe schon fertig. Das habe ich jetzt nicht vor der Kamera gemacht. Das hätte dann alles in die Länge gezogen. Und entschuldigt das unscharfe Bild gerade. Ich bin wahrscheinlich zu nah dran wieder. Jetzt müsst ihr in jedes von diesen entstandenen Halbkreisen eine Kombination aus Luftmasche, feste Masche, halbes Stäbchen, ganzes Stäbchen, dann wieder halbes Stäbchen, feste Masche und Kettmasche wiederholen. Also das ist natürlich eine Fleißarbeit, ja, aber am Ende habt ihr halt quasi ein selbstgemachtes Doily oder eine wunderschöne gehäkelte Umrandung und das macht wirklich ziemlich was her. Das würde ich jetzt auch nicht auf dünnem Papier empfehlen, deswegen, wie gesagt, ich habe das jetzt viermal geschichtet. Das Briefpapier ist sehr dünn, das hat nur 120 Grammatur und das Aquarellpapier, das ist natürlich wirklich stabil und das gibt dem Ganzen auch wirklich Halt. Und ja, so machen wir weiter. Das waren zwei Loops und ich habe natürlich komplett alles fertig. Ich habe auch aus dem Mariendesign Stanzenset noch die anderen zwei Schichten gemacht. Hier färbe ich mit den Distress-Lila-Tönen mein fertiges Oval ein. Ich fange in der Mitte an und versuche die Farbe halt ein bisschen nach außen auszublenden. Mit dem helleren Ton habe ich angefangen. Hier ist Dusty Concord. Das ist schon etwas dunkler. Und damit habe ich auch relativ zaghaft gearbeitet. Und dann dachte ich mir, ja gut, das sieht schon mal ganz nett aus, aber wir können das Ganze noch besprenkeln. Erstmal habe ich einfach nur Wasser genommen und einfach drauf Spritzer gesetzt. Das Ganze ein bisschen antrocknen lassen oder wirken lassen und dann mit dem trockenen Tuch einfach abgehoben, das Ganze, das Wasser. Hier ist Schimmerpowder von Nuvo in Lila. Ich habe das Ganze mit Wasser angerührt und angefangen einfach Sprenkler zu setzen mit einem feinen Pinsel. Das gibt dem Ganzen eine andere Struktur. Er schimmert auch furchtbar toll. Also und wenn wir schon dabei sind, habe ich gedacht, ja gut, dann kann man den Hintergrund auch ein bisschen anpassen. Ich habe das so ein bisschen an den Seiten besprenkelt. Also in der Mitte so, wird sowieso alles beklebt werden. Davon sieht man dann hinterher nicht mehr viel.
Und wenn wir schon dabei sind und wir haben hier noch Reste von diesem Schimmerpowder, habe ich einfach ein Stück Restpapier genommen und das Ganze dann auch quasi bepinselt, um den Rest aufzuarbeiten. Und man kann halt hinterher entweder das Ganze dann bestempeln oder stanzen oder wie auch immer. Und ja, das geht nichts verloren. Habe hier auch dann noch den Rest aufgehoben. Die Box beiseite und ja, jetzt geht's weiter. Natürlich ist wichtig, auch das zwischendurch trocknen zu lassen, weil es überträgt sich halt auch gerne, wenn ihr draufpatscht oder sonst was. Und jetzt habe ich dann gedacht, okay, sieht ganz nett aus, wenn wir die Buchstaben direkt drauf machen. Und ja, ich habe hier ein T-Lineal, was mir so das ganze Ausrichten vereinfacht. Und fange halt mit der Mitte an. Also ich arbeite von der Mitte nach außen und versuche dann halt den Abstand passend einzuhalten. Hier kommt natürlich wieder mein Flüssigkleber zum Einsatz. Am Lineal ausrichten und dann einen Buchstaben nach dem anderen ankleben. Die linke Seite ist fertig, jetzt noch die rechte. Aus Kraftpapier habe ich die nächstgrößere Stanze gestanzt aus dem Marien Design Stanzenset, was ich euch am Anfang des Videos gezeigt habe. Hier klebe ich mit Pappe, bisschen quasi mit Abstand, das Oval auf mein Kraftpapier. Das ist eine sehr dünne Pappe, das ist wahrscheinlich noch nicht mal 1 Millimeter stark. Aber es gibt dem Ganzen noch ein bisschen Höhe und ja, ich finde, es sieht ganz nett aus. Dann habe ich mir gedacht, ja gut, dann können wir auch dann mit dem Pumiceton die Ränder vom Craftpapier auch einfärben. Das passt dann zum Hintergrund, weil da habe ich auch mit Pumiceton gearbeitet. Und das Ganze wird dann halt einheitlicher und hebt sich dann auch ein bisschen ab. Aus Transparentpapier in Flieder, das ist so ein Reststück, habe ich das nächstgrößere Oval beziehungsweise die Stanze, die jetzt mit im Set war, gestanzt. Die ist relativ groß. Geht auch so ein bisschen über den Rand von meinem Designpapier beziehungsweise meinem Hintergrund aus. Aber ich finde es in dem Moment passt das. Ist nicht schlimm. Der Kartenrolling ist ja noch ein bisschen größer. Hier natürlich wieder mit Pappe den Abstand angeklebt. Und ich habe mir aus fliederfarbenem Negan paar Loops gemacht und die dann darunter gesetzt und werden quasi mit aufgeklebt. Das Transparentpapier ist auch ein Reststück. Ich weiß gar nicht mehr, woher ich das habe, aber ich fand jetzt, das passt jetzt zu diesem ganzen Creme-Flieder. Hier ist übrigens auch wieder Häkelgarn in Weiß. Das habe ich, glaube ich, auch zum Häkeln der Bordüre genommen. Und da werden auch einfach nur Schlaufen gesetzt und mit auf den Hintergrund gesetzt. Hier ist wieder Pappe für den Abstand und Flüssigkleber. Ganz viel Flüssigkleber. Das Ganze muss ja auch halten. Die Loops werden halt dann auch durch den Flüssigkleber mit verklebt und gehen auch nicht mehr ab. So gefällt mir die Karte schon ganz gut. Jetzt fehlt noch ein bisschen Dekoration. Ich habe das Dymo-Gerät vom Aldi benutzt und das, ich weiß nicht genau, wie das Band jetzt heißt, es ist auf jeden Fall dieses Fliederfarbene vom Action. Und das habe ich halt alles Liebe mit geprägt und halt auch zurechtgeschnitten. Da war sogar ein Reststück und da habe ich aus diesem Reststück noch ein Herz gestanzt, weil wenn man dann prägt, dann bleibt immer so ein paar Millimeter über. Und das zeige ich euch auch gleich. Genau das ist es. Und da fummel ich ganz lange rum, bis ich die Folie abtrennen kann. Weil irgendwie war das gar nicht so einfach. Aber ich fand, ja, wenn wir schon so ein Reststück haben, können wir es auch gerne benutzen.
Und das passt jetzt farblich genial zu dem Schriftzug. Und ich habe hier noch eine Herzstanze, die war auch von einem Projekt übergeblieben. Ihr wisst ja, ich habe immer ganz viele Sachen, die überbleiben und die kommen halt auch nicht vom Tisch weg, die bleiben liegen. Und wie jetzt zum Beispiel, hier sind ganz viele Blümchen und da habe ich überlegt, welche Form ich denn jetzt gerne benutzen möchte. Weiß war mir eigentlich zu langweilig, aber diese Flieder, Lila und Transparent habe ich dann doch wirklich auch benutzt. Und ich musste halt jetzt nichts Passendes stanzen oder suchen und habe dann wirklich einfach hier zum Beispiel eine Blume halbiert und dann mit versteckt. Und das sieht halt auch alles am Ende ziemlich einheitlich und passend aus. Hier habe ich eine transparente Blume halbiert. Ihr müsst ja nicht immer eine volle Blume mit aufs Projekt setzen. Das ist manchmal einfach auch zu viel. Eine Rollrose hatte ich, die habe ich mit aufgeklebt. Und hier habe ich noch ein paar Zweige. Die habe ich dann auch bei den letzten Projekten angefertigt, gestanzt und dann festgestellt, das war dann doch alles ein bisschen viel. Diese tropischen Blätter, sage ich mal, die habe ich auch relativ neu. Und beim letzten Mal dachte ich, oh, die sehen so toll aus, die möchte ich gerne benutzen. Aber es passte halt von der Proportionierung nicht. Und ja. Hier habe ich jetzt auch, wie ihr seht, die Blätter auch halbiert, damit sie halt nicht so lang sind. Manchmal hat man auch gar nicht so viel Platz auf der Karte. Ich habe das ein bisschen geschoben und improvisiert und wie ihr seht, das sieht irgendwie, naja, aus. Aber wenn man später dann auch die Karte sieht, am Ende passt alles. Also ich weiß nicht, hier ist zum Beispiel eins. Ja, Blätterzweig aus Gold, beziehungsweise es ist so ein Kupfergold, das ist so ein bisschen Altgold, also es ist nicht so Spiegelkarton ist das nicht, das ist ich glaube auch eine Art von Verpackung, die ich hatte und ich fand, das passte jetzt zu diesem Kraft ganz gut und habe das halt mit benutzt. Ich entscheide solche Sachen auch oft spontan und wie ihr seht, versuche ich dann grüppchenweise die Blätter zu setzen, dass das halt auch schöner fürs Auge ist. Das sind Zweige von Nellies Nellen, die benutze ich auch übelst gerne. Die sind so schön fein gearbeitet und die passen halt fast auf jedes Projekt. Also diese klobigen großen Stanzen ist schwierig für mich, damit zu arbeiten. Aber je feiner etwas ist, desto mehr kann ich auf eine Karte davon setzen und desto weniger, ja. Wie soll man sagen, desto weniger voll oder unangenehm sieht das Ganze aus. Also hier habe ich auch den gleichen Zweig nochmal in Grau und ich habe den Zweig, der aus vier Zweigen bestand, in drei Teile geschnitten und ja, konnte dann halt dementsprechend das besser verteilen. Jetzt fehlen eigentlich nur noch ein paar Schmucksteine, würde ich sagen. So wie ich da am Rumhantieren bin, ja, genau. Für die transparenten große Blume habe ich dann auch größere Schmucksteine ausgesucht. Die müssten von Kik sein. Da sind so Glitzer. Wie soll man das benennen? Glitzerhalbperlen, die sind aber auch etwas facettiert. Ich würde sagen, sind so wie gegossene Halbperlen. Ich habe auch noch ein paar Pailletten mir rausgesucht. Ich hatte beim letzten Mal ja im Kik jede Menge neue Pailletten gekauft. Das sind jetzt transparent irisierende lila Pailletten und die passen ganz gut. Die sind nicht durchgefärbt, die sind ein bisschen durchscheinend und ja, ich fand das ganz nett. Das war übrigens ein Innenteil von dieser Paillette, das ganz kleine links. Und wie ihr seht, auf dem Tisch habe ich auch noch welche rumliegen. Die habe ich dann mit verklebt. Und ja, das je feiner und kleiner, desto meiner ist das, kann man so sagen. Hier habe ich Schmucksteine. Die müssten von der Karin Jittenmeier sein oder von Ideen mit Herz. Die verteile ich jetzt auch großzügig. Auch hier immer so Größen unterschiedlich. Also hier habe ich welche in klein. Das müsste so um die 2 mm sein. Und die größeren so um die 3 mm. Und kombiniere das Ganze halt.
Naja, ich klebe einfach da auf, wo ich denke, da passt noch was hin und das wird nicht zu viel des Guten. Und manchmal mache ich einfach wie jetzt hier einfach so Dreier-Sets. Da drei und da drei. Und am Ende passt das ganz gut. Ich habe jetzt auch nicht nachgezählt, wie viele es genau waren, aber es sind einige. Hier bin ich schon soweit zufrieden. Jetzt müssen wir uns eigentlich nur noch den Kartenrolling zuschneiden und das Ganze dann auf den Kartenrolling aufkleben. Ich nehme wieder Aquarellpapier vom Action. Hier ist mein großer Hebelschneider. Ich schneide auf 21 cm zu. Falze das Ganze in der Mitte. Dafür nehme ich den alten Fiskars, den ich hier einfach rumliegen habe. Den benutze ich auch tatsächlich nur noch dafür, um meine Sachen zu falzen. Ich habe zwar das Falzbrett vom Action, aber das ist zu kurz. Und dann ist mir eingefallen, ach ja, wir können auch noch ein bisschen hier mit Pumiceton noch das Weiße einfärben, weil Weiß auf Weiß wirkt einfach nicht. Und da muss man halt mit Farbe so ein bisschen nachhelfen, damit sich das Ganze absetzt. Hier habe ich wieder ein Stück Pappe. Hier markiere ich mir ungefähr, wo ich das Ganze dann abschneiden kann und benutze hier meinen kleinen Hebelschneider. Der bleibt auch auf dem Tisch, den benutze ich eigentlich immer. Nur für Kartenrohlinge, gerade in den Langkarten, ist der einfach zu klein. Da muss der große her. Hier habe ich wieder mit doppelseitigem Klebeband angefangen und den Rest fülle ich mit dem Flüssigkleber von Tonic Studios auf. Und klebe das Ganze dann natürlich auch auf meine fertige Kartenfront. Das Ganze gut andrücken und natürlich auch die Rückseite wieder das Ganze wiederholen mit doppelseitigem Klebeband. Der Vorteil von Pappe zum Beispiel, das ist eine durchgehende Fläche. Ihr könnt dann hinterher eure Karte, wird zwar etwas schwerer sein als vorher, aber sie kann sich nicht wellen. Also ich finde, also für mich persönlich ist das die bessere Variante, als mit Schaumklebeband zu arbeiten, weil Schaumklebeband wird immer nur, sage ich mal, am Rand geklebt oder in der Mitte und dann kann die Karte so ein bisschen einfallen. So bleibt sie halt flach und glatt und ja, wir sind jetzt, glaube ich, auch soweit durch. Ich versuche das so ein bisschen hinzustellen, aber dadurch, dass das halt so über den Rand ein bisschen rüberschaut, ist das gar nicht so einfach. Ja, das war's auch schon. Meine Karte ist fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Bis dann. Tschüss.